Bei mir sitzt Ellen Chain. Hi. Hallo. Hallo, grüß dich. Du wohnst in München und studierst Psychologie. Nebenbei verdienst du dein Geld als Manga-Zeichnerin und Autorin. Was ist denn dein Lieblingscharakter, den du bisher gezeichnet hast? Und vielleicht kannst du mir den ein bisschen beschreiben. Als ich Jugendliche war, habe ich einen Manga angefangen über den Teufel weil der mich so fasziniert hat. Nicht, weil ich satanisch angehaucht bin, sondern einfach, weil der Charakter an sich mich sehr fasziniert hat und ich mich sehr viel damit beschäftigt habe, eben auch für den Manga. Und der mich im Grunde bis heute noch begleitet hat, dieser eigene Charakter. Also ich habe ihn selbst interpretiert natürlich, dann nicht Bibel 1 zu 1 übernommen. Aber ich würde behaupten, bis heute ist das einer meiner für mich faszinierendsten Charaktere, mit denen ich mich gern beschäftige. Wie sieht er aus? Der Teufel? <laughs> Natürlich sexy. <laughs> Schön lange schwarze Haare, bisschen rocker, so wie man sich halt einen coolen Kerl vorstellt, den man gerne mal verfallen würde. <laughs> ah, ist er dann auch so ein verführerischer Typ? Auf jeden Fall. Und was passiert in der Story? Es geht um ein junges Mädchen, bisschen Nerd, bisschen zu Hause, nicht viel Freunde, für sich allein glücklich trifft auf ihn, den Übermacho und äh, er kriegt nach langem hin und her raus, dass sie nur Jungfrau ist und will sie dann zu seiner persönlichen Succubus machen. Succubus, was heißt das? Das ist die weibliche Version von Incubus und Incubus ist ein männlicher Dämon, der sexuellen Gelüsten nachgeht und die Succubus ist dementsprechend der weibliche Counterpart. Wow, okay, das ist ja äh doch schon ziemlich heiß. Ne? Ja. Da geht es ja auch ziemlich heiß zu bei einigen von deinen Produktionen. Und manche Teile empfiehlst du sogar erst ab 18 zu lesen, richtig? Richtig. Wenn es dann so explizite sexuelle Begegnungen sind, also ob jetzt nun zwischen zwei männlichen Hauptakteuren, wie es auch oft der Fall ist, oder zwischen einem Cyborg und einer Transfrau, die sich eigentlich gegenseitig umbringen sollen, wie leicht oder schwer fällt es dir dann, solche intimen Szenen zu gestalten? Welche Hindernisse sind da vielleicht? Also Hindernisse habe ich an sich eigentlich nicht, weil wenn ich Lust habe, eine Story zu zeichnen, dann kommen mir die Charaktere von vornherein schon in den Kopf und ich habe mich darüber informiert. Teilweise ja ist es auch Fanart, das heißt, die Charaktere sind schon vorgegeben. Ich muss mich da also nicht wirklich an was Neues heranwagen. Wenn ich dann doch mal auf eine bestimmte Problematik stoße, wie zum Beispiel, ich habe einen Roman, wo ich das kontroverse Thema Inzucht behandle, dass sich zwei Geschwister ineinander verlieben, dann recherchiere ich ausgiebig und versuche mir dadurch dann meine eigene Meinung zu bilden und versuche es so rüberzubringen, dass ich das nicht im Grunde verherrliche, aber dass ich dem Leser nahebringen will, wieso sowas vielleicht auch passiert, dass Verständnis hinzukommt. Du hast deine eigene Seite, du verkaufst deine Bücher selber in Eigenverlag. Was sind denn deine künstlerischen Ziele für die Zukunft? Mein wirkliches Ziel wäre tatsächlich, irgendwann mal an einen Verlag zu gehen, also mich bei einem Verlag zu bewerben, dass dort vielleicht meine Geschichten verlegt werden und dass ich dann irgendwann so einen gewissen Status erreiche, wo ich sagen kann, ich kann meinen Hauptjob auf Teilzeit legen und die andere Zeit, die ich dann habe, mit dem Zeichnen verbringen und mich da weiter reinsetzen, denn das ist einfach ein Teil meines Lebens. Da drücken wir dir die Daumen, Ellen Shane. Vielen Dank, <laughs> dass du bei uns warst. Dankeschön für die Einladung.